Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken, beziehungsweise heute Leslie McSpacey, denn ich habe mich hier im Tempel noch nicht fertig umgeguckt, habe ich mir gedacht. Ich habe nämlich aus lauter Angst vor dem Labyrinth, habe ich gar nicht erst angefangen, das zu erkunden, aber das werde ich jetzt machen. Und diesmal mache ich wirklich eine Zeichnung. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich mache jetzt hier mal einen Langgang mit zwei Türen, ein bisschen Pause, nochmal zwei Türen und einen Durchgang. Und jetzt, so habe ich das jetzt aufgezeichnet, gehe ich durch den ersten Durchgang. Und jetzt muss ich halt ein bisschen umdenken. Jetzt bin ich quasi hier hinten so reingegangen, ne? Ich mache mal einen Gang hier. Die grüne Tür dürfte jetzt aber quasi hier reinführen. Theoretisch, ne? Im Grunde dürfte die lila Tür die grüne Tür sein, wenn das alles sinnvoll gemacht ist. Bin ich jetzt an der grünen Tür und komme jetzt wieder zurück zum Startraum. Sehr gut. Ich glaube, das funktioniert mit der Karte doch. Perfekt. Dann können wir uns hier eine Karte zeichnen. Also grüne Tür, lange nix, gelbe Tür und... lange nix. Blaue Tür. Okay, wartet mal. Lange nix, noch eine Tür. Lange nix, noch eine Tür. Das ist cool. Ich glaube, das funktioniert, Leute. Und dann eine Wand. Jetzt gehe ich durch die blaue Tür. So, jetzt passt auf. Ganz oben durch die blaue Tür bin ich gegangen. Jetzt muss ich kurz umdenken. Ich bin so durch die Tür gegangen und sehe jetzt hier eine gelbe Tür. Die gelbe Tür dürfte wahrscheinlich in den anderen Gang führen. Oh, jetzt gehe ich hier seitlich in irgendeinen Gang rein. Oh, das verwirrt mich. Schauen wir uns mal die Tür an. Oh, das ist gut. Lila Tür. Ich mache mal einen kleinen Raum. Und schreibe rein, Energiedings. So sieht's aus. Wahrscheinlich müssen beide Regler in grünen Bereich. Drücken wir Schalter. Drücken wir den anderen Schalter. Ziehen wir den Schalter, sobald er im Grün ist, oder? Das mache ich jetzt auch. Oh, dann geht er wieder runter. Oh nein. Oh. Aber der ist viel langsamer, der untere. Der ist viel leichter zu kontrollieren. Jetzt kommt. Los. Ja. Und jetzt? Weiß ich es auch nicht. Aber das ist gut, oder? Ich muss halt auch nicht mehr... Naja, jetzt sind beide im grünen Bereich. Ich schätze mal, das ist jetzt gut. Die bewegen sich auch nicht mehr. Dann lasse ich jetzt die Schalter, wie sie sind. Ich lies mal die Instrumente hier. Die Temperatur ist gerade richtig und was? Und der Luftdruck ist angenehm. Okay. Temperatur und Luftdruck sind angenehm. Ich muss was versuchen. Ich muss was versuchen. Kann ich jetzt meinen Helm abnehmen? Nimm ab Helm. Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, wir sterben nicht sofort. Okay, gut. Die Map macht doch Sinn. Ich habe die nur ein bisschen falsch gezeichnet, aber ich glaube, das passt schon. Das kriege ich hin. Okay. Das ist jetzt
Moment mal, das ist die Tür. Und das ist die Tür zum Energieraum. Gut. Und jetzt kommt hier noch eine Tür. Eine blaue Tür. Und direkt daneben, okay, warte mal, zeichne ich nochmal auf. Eine blaue Tür und direkt daneben nochmal eine grüne Tür. Das ist cool, das funktioniert mit meiner Map, Leute. Yippie, gehen wir durch die blaue Tür. Die blaue Tür führt in einen Gang. Da kommt lange nichts, dann eine Tür. Dann noch eine Tür. Lange nichts, Tür, Tür, Durchgang. Lange nichts, Tür, Tür, Durchgang. Könnte bedeuten, dass ich, wenn ich hier reingehe, wieder im Startraum bin. Oh, ist aber nicht so. Na gut. Dann muss ich hier hinten nochmal einen Raum irgendwie reinzeichnen. Mit einer Map. Und da sind Punkte auf der Weltkarte. Mein Gott, ist die verzerrt. Da stimmt ja hinten und vorne gar nichts. Von den Größenverhältnissen her. Holy shit. Karte. Einkerbung. Außer die Karte ist alt. Und das ist noch Pangea. So ein bisschen. Seltsame Zeichnung. Ah, seltsame Zeichnung. Sagt bloß. Und aha. Jetzt, das ist, ja. Hier ist die Zeichnung für die Pfote. Ah. Zeichnung für die Pfote ist also wie ein offenes Regal. Quasi. Das ist so cool, das Spiel. Verdammt. Wirklich jetzt. Das ist richtig, richtig cool. Ups, da lasse ich gleich den... Mein Kugelschreiber fallen vor lauter Begeisterung, wie cool die Rätsel sind. Hätte ich gar nicht gedacht. Guckt, wäre mir beinahe ein wirklich guter, immer noch guter Klassiker durch die Lappen gegangen. So, zu den Beinen. Gelber Buntstift benutzen. Also diese Erfolgserlebnisse, wenn man so Rätsel dann endlich doch lösen kann, das ist was sehr Einzigartiges bei so Adventures. Oh yeah! Geheimer Eingang. Verdammt nochmal. Geh zu Schild. Lies Schild. Kann den Kram nicht lesen. Da hätte ich gern ein Remake davon vielleicht. Von dem Spiel. Mit ein bisschen, ne, nicht dauernd hier unten. Lies das, nimm das. Sondern mit ein bisschen einem interaktiveren Parser. Etwas umgeschrieben, angepasst, aber ähnlich coole Rätsel. Und so dieses, ne, in verschiedenen Ebenen, das machen die ja gerne, auch bei Day of the Tentacle und so weiter. Durchgang. Muss ich mir hier eine Karte zeichnen? Es ist wahrscheinlich besser, oder? Okay, ich gehe nochmal zurück. Ich gehe nochmal zurück zum Anfang. Ich hoffe, ich finde den. Und dann zeichne ich hier mir auch eine Karte. Zeichne ich hier mir auch eine Karte. Zeichne ich mir hier auch eine Karte. Besser. Also gut, dann muss ich ganz kurz mal hier, schreibe ich schnell drüber. Ich mach mal, ich weiß ja nicht, wie groß das noch auf dem Mars wird, ne? Aber ich schätze mal, das wird schon gehen. Also. Hier haben wir jetzt einen recht langen Gang. Mit einer Tür in der Mitte. Boot, Sonne, Ende. Recht langer Gang. Boot. Ich mache so eine Schiffchenzeichnung, wo die Tür ist. Und hier mache ich eine Sonne. Gehen wir mal durch die Sonnetür. Gut. Recht langer Gang. Gar nicht so langer Gang. Mit einer Tür zur Seite, einer Tür nach oben quasi. Ich gehe mal wieder Richtung Sonne. Das ist eine gute Idee. Ich markiere auch mal, dass das wieder eine Sonnentür ist. So, jetzt bin ich hier durch die Sonnentür gegangen. Und jetzt bin ich verwirrt. Nein,
Ich bin nicht verwirrt. Ich bin nicht verwirrt. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Es sei denn, hier kommt nicht gleich eine Wand. Ah ja, Gott sei Dank. Dann passt schon. Dann sind nur die Proportionen bei mir ein bisschen komisch. Aber dann ist hier nämlich nochmal eine Sonnentür. Und hier eine Drei-Personen-Tür. Ich bleib mal auf dem Sonnenpfad. So, ich bin durch die Sonnentür gegangen. Es wird schon langsam ziemlich eng, meine Zeichnung, aber ist schon okay. Drei-Personen-Tür. Schiffstür. Sonnentür. Okay. Drei-Personen-Tür. Schiffstür. Sonnentür. Ende des Gangs. Ich gehe in die Sonnentür. Ah. Naja, gut. Neuer Gang. Gut, dass ich eine Map gezeichnet habe. Neuer Gang. Führt zu Schiffchen und Sonne. Ich gehe durch die Sonnentür. Okay, langer Gang mit Sonnentür am Ende. Oh. 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 Jetzt passt das, passt gar nicht mehr auf meine Zeichnung. Wo kommen wir denn da hin? Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Dreiertür. Sonnentür und ich hoffe, es kommt nicht noch eine Tür, weil mein Blatt ist voll. Gut, ich bleibe auf dem Sonnenpfad. So, Sonnenpfad, wo führst du uns jetzt hin? Eine Dreiertür? Das macht wenigstens Sinn mit der anderen Tür, die ich auf meiner Zeichnung hier habe. Dann lange nichts. Lange, 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 lange nichts. Und dann eine ziemlich Special-Tür. Augentür. Rein mit uns in die Augentür. Oh, oh. Ah. Oho. Huh. Hieroglyphen. Sonst nix. Dann lesen wir mal. Ah, Knöpfe. Lies die Hieroglyphen. Ich kann die Symbole nicht lesen. Speichern. Drücke den Knopf mal. Drücke den zweiten Knopf. Drücke den dritten Knopf. Nichts passiert. Oh nein! Aua, das tat weh. Oh Gott, ich höre gruselige Geräusche hier unten. Das gefällt mir aber gar nicht. Oh, da schläft was, oder? Okay. Böse Augen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. Aber hier drin ist irgendwas. Okay, schlafendes Biest sollten wir lieber nicht wecken. Da gebe ich ihm recht. Tja, hilft mir da jetzt noch eine Karte irgendwie? Weil ich meine, ich kann die... Ich weiß ja jetzt nicht, wo ich bin. Aber ich mache mal eine neue Karte hier unten. Mit bösen Augen. Und einer normalen Tür an der Seite. So. Den böse Augenraum mache ich dunkel. Schiff. Eine Schiffstür ist das. Eine Schiffstür. So, hier dahinter ist quasi der Monsterraum im Grunde. Und hier
eine Sonnentür. Ich sollte vielleicht einfach wieder den Sonnen folgen. Ah ja. Hier eine Sonnentür. Da gehe ich rein. Langer Gang, am Ende Sonnentür. Ja. Oh, zwei Dreiertüren. Okay, warte mal. Oh, jetzt komme ich schon langsam mit meinem anderen Temp... Ne, warte mal, da ist eine Dreiertür und eine Sonnentür. Jetzt komme ich schon langsam mit meiner Mars-Tempel-Zeichnung in die Quere. Dann muss ich zur Not nochmal neu schön zeichnen. Das macht so Spaß, ey. Warum gibt es das heutzutage nicht mehr sowas? Am 3DS gab es so Adventures, wo man teilweise quasi den Touchscreen vom 3DS genutzt hat, um sich Notizen zu zeichnen oder auch ganze Maps wirklich zu zeichnen. Mit so einem eigenen kleinen Map-Editor-Tool, wo man Symbole benutzen konnte, kleine Notizen. Richtig cool. Sowas hätte ich gern öfter. Finde ich richtig gut. So, Dreiertür in die Richtung. Ich meine, theoretisch sind wir nach unten gefallen. Man sollte meinen, wir sind jetzt auf einer anderen Ebene, aber wer weiß, ne? Wow, ist das ein langer Gang. Und dann... Augen. Aha! Langer Gang und dann die Augen in die Richtung. Jetzt passt auf. Dann sollte ich die beiden Maps jetzt ineinander integrieren können. Aber irgendwie passen die nicht zusammen. Wenn ich das jetzt hier nehme bei meiner Map und hier so hindrehe, stimmt da was nicht, glaube ich. Na egal, drücken wir mal eine andere Reihenfolge. Bei drei Knöpfen, jeden kann man nur einmal drücken, gibt es nicht so viele Reihenfolgen. Das könnten wir einfach mal durchtesten. Ich speichere vorher. Da bin ich mir nicht zu schade, da ein bisschen Safe Game Exploit zu machen. Also, drücken wir mal... Also, ich mache mal nochmal hier die Notiz. Wartet mal. 1, 2, 3 können wir schon mal streichen. Also versuche ich mal 2, 3, 1. Ha, nichts passiert. Ha, ausgetrickst. Sehr gut. Also... können wir 2, 3, 1 schon mal streichen. So mit Zettel und Stift hier richtig Detektivarbeit zu machen, das macht einfach Spaß. Das ist einfach cool. Okay, dann drücken wir mal 3, 1, 2. Oh, 3, 1, 2 war also richtig. Eine Karte des Marsgesichts. Weiblich. Davon sollte ich eine Karte malen. Wirklich jetzt? Soll ich das hier aufzeichnen? Ich kann das mal machen. Mars Map. Ich mache das mal hier auf meinen Zettel. Da sind zwei Manschgall. Manschgall mit Steckern. Und diese Steckermanschgall haben in der Mitte eine Sonne. Über dem Einsteckerl-Manschgall ist eine Zeichnung. Da ist das Gesicht vom Mars, das macht so... Und drüber ist ein Eck. Mit einem komischen Muster. Und gegenüber ist eine große Pyramide. Und über der Pyramide ist das Haus vom Nikolausdach. Mit einem Kuh und einem anderen Dingens. Und eine Sonne. Und die sind miteinander verbunden. Ach so, und drunter ist noch das Symbol für männlich. Ich habe voll weiblich gesagt, ne? Ich bin so dumm. Also, vielleicht muss ich in der Pyramide irgendwas machen, damit dann ein männliches Chromosom im Gesicht vom Mars entsteht und der Bartwuchs kriegt. Ja.
werde mal so meine Inter... Ich muss mir mal das da oben anschauen. Das ist schon wieder so eine Zeichnung, ne? Eine seltsame Zeichnung. Wo die jetzt hingehört, ist die Frage. Mars-Map-Zeichnung. Wartet mal. Hey, nicht so schnell, Spiel. Ich muss es nochmal sehen. Das sieht aus wie halt hier so... Ja, genau. So ein bisschen wie ein Creeper-Gesicht, ne? Die Augen, die Nase, nur der Mund ist falsch. So. Das hätten wir. Gut, gut. Eine neue Zeichnung, nur wo die hingehört, ist jetzt die Frage, ne? Irgendwie sieht es so aus, als würde die fast schon auf dem Mars gehören. Aber auf dem Mars gibt es keine gelben Stifte, habe ich gehört. Hier ist auch überall das Symbol, dass auf dem Mars ein Schlüssel wäre. Okay, ich mach mal... Sind wir jetzt hier fertig? Gibt es in der Pyramide noch mehr zu entdecken? Fragen über Fragen, die wir heute nicht mehr beantworten werden. Für heute machen wir jetzt hier mal Schluss, würde ich sagen. Ich darf Sie freundlichst zur Tür bitten und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.